Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei The Infected. Ja, ich bin gerade angekommen und ich würde mal sagen, wir machen mal den Motor aus. Wir steigen mal aus. Wir prüfen mal, was an Treibstoff noch drin ist. Warte mal. Inventar öffnen. Vielleicht so. Ah ja. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ist es alle? Keine Ahnung. Wir lassen das mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob es alle ist. Kein blassen Schimmer. Gut, hier haben wir auf alle Fälle nichts drauf. Das ist schon mal nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Wir können auf alle Fälle Kisten drauf tun. Das werden wir demnächst machen. Und ich kann mal prüfen, wie schwer sind wir denn? Ja, wir können durchaus noch was mitnehmen. Ja. Da geht noch was. So. Wir haben aber keinen Platz mehr. Na gut, dann ist es das. Ja, da sind wir erstmal zurück. Ich mache mal die Lampe an, dass wir was sehen. Der gießt hier wieder die Blumen von unten. Ne, der holt Wasser. Und wir müssen mal schauen, wie wir jetzt hier vorankommen. Na, guck mal einer an. Da hat er richtig viel Holz gesammelt. Sehr schön. So, jetzt muss ich mal prüfen. Wir werden als erstes mal hier was rein, und zwar die Steine. So. Dass die weg sind. Dann kommen die Stücken hier. Sehr gut. So, und damit er weiterarbeitet, ne, kriegt er auch hier was zu tun. So, was haben wir denn jetzt noch? Das wäre nicht schlecht. Jawohl. Okay, und das ist Kobalt. Das brauchen wir nicht. Das ist Blei. Das brauchen wir auch nicht. Das bräuchten wir auch nicht. Aber wir könnten mal auf alle Fälle hier was reintun. Und ich glaube, wir müssen mal was trinken. So, da haben wir auch was. Sehr gut. So, Rest kommt hier rein. Jetzt muss ich mal prüfen. Wir haben Blei, haben wir hier. 1, 2, 3. Sehr gut. Eisenerze kommen hier rein. Das ist auch nicht schlecht. Und hier kommt sonstiges Schmelzgut rein. Ja. Sehr schön für den Moment. So, dann haben wir hier ein bisschen was davon. Ja, im Endeffekt unterm Strich war das eigentlich voll okay. Aber es ist knackig. Es ist knackig auf jeden Fall. Muss man mal gucken, ne? Wie sich das dann in Zukunft austut. Schlecht war es auf keinen Fall. So, warte mal. Das kommt mal hier rüber. Das ist Medizin. So. Wie sind unsere Werte? Ja, Gesundheit ist gut. Wir müssten bloß mal was trinken. Das können wir tun. Haben wir. Und dann können wir mal prüfen. Treibstoff haben wir hier. Das können wir reintun. Das kommt noch bei Medizin mit rein. So, die... Das kann auf alle Fälle mal woanders hin. Ja, warte mal. Die würde ich gerne wieder mitnehmen. Aber vielleicht nicht alle. Halbieren. Nochmal halbieren. Dann nehmen wir mal 4 Stück mit. Da siehst du. So, was haben wir denn hier? Das können wir mal hier reintun. Und das war's auch schon. So, damit ist das weg. Der Rest kommt hier unten rein. Warte mal, meine Tücher sind alle hier. Die hier. Halbieren wir mal. Nehme ich mal 4 Stück mit. Wunderbar. Gut, das kann hier mit rein. Die Konserven waren beim Essen eigentlich. Und Essen war hier. Nee, wo war denn Essen? Essen war hier. Eieieiei. Ja, wir werden gleich mal ein kleines Schläfchen halten. Und dann geht's in den neuen Tag. Ich glaube, ist eine gute Idee. Ich weiß noch nicht, was wir heute machen. Mir wird es sicherlich dann gleich. Das ist ein Steinfall. Ja, so viel dazu. Und das kommt hier hin. Nee, schmilzt gut. Kommt dahin. So. Okay, gut. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wir haben jetzt noch das. Und. Ja. Ja, wir machen das jetzt so. Ich werde mal hier unten schauen, ob wir hier noch was auffüllen können. Ja, der fährt ziemlich schnell, aber er ist genau noch dieselbe schwimmende Karre. Und das muss man so sagen, der schwimmt einfach vor sich hin. Ne? Feierlich ist das nicht unbedingt. Aber so ist es halt. Und ich nehme mal den Rest, den wir jetzt hier haben, nehme ich noch mit hoch. So. Ja, und damit ist es erstmal erledigt, ne? Der müsste noch was haben. Jawohl. Gut. Okay. Als nächstes würde ich gerne die Gebäude vollenden. Das hatte ich ja gesagt. Und dann machen wir das natürlich bei Tageslicht. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal hinhauen.
Und wir werden mal bis morgen früh. Wie spät haben wir das überhaupt? 22.40 Uhr gleich. Ja, da ist es schon. Dann machen wir mal, ne? So. Tja, ist immer noch dunkel. Ah, ist egal. So, 6 Uhr sollte passen. Denkst du? Jetzt. Naja, es wird so langsam. Die Lampe mache ich mal aus. Hä? Was ist denn das? Alter, ist das ein Angriff? Was heißt denn das? Habt ihr einen Plan? Ich habe das alles deaktiviert. Hallo? Oh no. Alter! Denkst du dir? Hier, kümmere dich mal um die. Ich habe anderes zu tun. Was ist das für eine Scheiße? Ich bin verblutet. Ich habe das alles deaktiviert. Hallo? Wenn du im Dorf, sag es nicht, wenn du in das Dorf gehst, die sind doch da. Ich wechsle die Waffe. Wo ist denn der andere? Der ist da oben. Was ist denn das für eine... Was ist denn das für eine Schande? Ja, ich loote mal, ne? Vielleicht bringen die mir jetzt was. Oh, Barren. Mechanische Teile. Ich weiß jetzt nicht, ob die mir irgendwo was kaputt machen. Oh komm, jetzt kommen wir hier nicht mit Ausdauer, ey. Alu. Biotreibstoff. Ist es nicht ein bisschen viel? 1, 2, 3. Also gefühlt waren es 1, 2, 3, 4, 5. Gefühlt waren es, glaube ich, 6. Buh! Und die, kann er nicht auch mal eine Waffe in die Hand nehmen? Das wäre echt eine schöne, schöne Geschichte. Das wäre noch so eine Sache, die fehlt, ne? Ehrlich gesagt finde ich das nicht so lustig. Ich habe das deaktiviert eigentlich, ne? Wo? Das muss ich mal nachlesen. Also ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Ob mir im Dorf waren, ob das der Racheangriff ist am nächsten Morgen. Ja. Also ich sag mal so, wir haben hier den besten Speer. Es kommen 5 Mann, die sind alle ziemlich heftig. Na, wie soll ich denn da bestehen, wenn die Pfeile ja nun auch nicht unbedingt so der Brüller sind, ne? Also sind ja auch keine One-Hit-Wunder. Dann bleibt ja nur das Leben runterzunehmen. Weiß ich auch nicht. Von 250 auf 100 oder so, das ist, ja, keine Ahnung. Auf alle Fälle, aber... Tolle Wurst, ne? Natürlich kann man das jetzt auch mit Zäunen machen. Das könnte man natürlich auch machen, ne? Ganz klar. Was ist denn das eigentlich? Stahl hat er uns gebracht. Krass. Wo ist denn der Stahl? Hier? Ja. Was haben wir noch? Nichts. Alu. Schmelzgut, Alu. Ja. Biotreibstoff, da hätten sie ein bisschen mehr bringen können. aber trotzdem, weiß nicht. Jetzt habe ich wieder Angriffe an der Backe. Oh. Es ist aber auch. So. Oder? Was meint ihr? Ich benutze jetzt mal einen. Habe ich jetzt 2 benutzt? Na, das ist natürlich toll. Ja, das war reichlich sinnfrei. Okay, ne, dann lassen wir das so.
ist es nicht zu ändern. Aber ich muss mal gucken, ob ich es rausnehmen kann. Ich hätte es gerne nicht drin. Ich will mich hier nicht rumbaddeln in dem Moment. Das können wir alles mal. Können wir alles mal wieder machen, aber momentan. Ja. Also ich weiß auch nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, er doktert ziemlich viel an einem Problem rum, was kein Problem ist. Und zwar immer an den Vampis. Ne? Die haben gut funktioniert. Und tja, ich weiß nicht. Jetzt tut er eigentlich nur daran doktern, anstatt an vielleicht anderen Sachen rumzudoktern, weiß ich nicht. Hm, ist nicht ganz so prickelnd. So, jetzt muss ich aber mal schauen. Ich brauche jetzt auf alle Fälle, brauche ich jetzt mal einen vernünftigen Bogen. Ich weiß gar nicht, was wir dafür brauchen. Ich gucke jetzt mal. Und als erstes gucke ich mir jetzt mal an, wie wir aufgestellt sind. Ja, zwei Stahlspeere. Gut, also als erstes brauche ich einen Bogen. Das heißt, wir gucken mal hier rein. Da haben wir den. Da gibt es leider auch keinen besseren, ne? Da haben wir noch eine Armbrust. Ach ja, und es soll übrigens beim Händler jetzt noch mehr Sachen geben. Nicht nur die vier Sachen, die wir damals gesehen haben. Für die Tausende von Goldstücken hier oder was das sind. Da ist ja eine Null verschwunden. Jetzt sind es nur noch mehrere hundert. Es soll jetzt auch noch andere Sachen geben. Ich könnte mir vorstellen, auch ein paar Deko-Sachen an der Werkbank herstellbar. Ja, wenn man wüsste, wie gut die ist, Stahlbahn. Hm. Gut, wir brauchen einen Stock und drei Seile. Drei Seile. Jetzt müssen wir nochmal gucken, aus was machen wir Seile? also, schön gemacht mit dem Sound. Top, kannst du nicht meckern. Aber ich brauch's nicht. Ich muss es so sagen, wie es ist, ich brauch das nicht. Das hier Seil, da brauchen wir Pflanzenfasern. Na, das ist doch toll. Dann nehmen wir mal... Hier, die nehmen wir mal. Genau. Dann machen wir mal 25 Stück. Hm. Sehr gut. Okay, die anderen Sachen kann ich mal hier zurück tun. Jawohl. So, da können wir noch ein Auto holen, siehst du? Na, mal gucken. Vielleicht gibt es ja irgendwann noch mal eins. Als nächstes würde ich gerne was essen. Da esse ich natürlich meine Dosen erstmal auf. So, haben wir. Hm. Stöcke waren es. Ich muss ein bisschen überlegen. Ich bin gerade so ein bisschen perplex hier. Ich glaube, ein Stock hätte gereicht, aber okay. Dann machen wir mal. Nee, warte mal. Kann ich nicht noch einen machen? Doch, siehst du. Dann haben wir nämlich einen über. So. Der kommt hier hin. Der kommt hier hin. Und ich prüfe mal, ob wir den vielleicht mal hier reintun können. Nee, können wir nicht. Das ist blöd, aber ist so. Ja, die Fackel werden wir mal mit verbrauchen. Wir haben ja die Lampe, ne? Und den Bogen hätte ich gerne... Warte mal. So wollte ich das nicht. Ich wollte das so haben. Den Bogen würde ich gerne... So. Okay. Die Abfalltonne hier. Die Abfalltonne ist eine ganz feine Sache. Steht mir aber hier ein bisschen im Weg. So. Da suchen wir mal ein neues Plätzchen. Vielleicht hier. Da steht sie besser. Immer schön am Fenster, dass das die Nachbarn sehen. Dass wir auch eine Mülltonne haben. Wunderbar. So, dann haben wir irgendwo hier dieses Schleifrad. Da müssen wir mal eine Batterie, einen Techpoint freischalten. Ich muss mal gucken. Ich sehe es, auf Anhieb sehe ich es nicht. Hier, Schleifrad und Steinmühle. Aha. Lernen wir mal. Wir haben 3, 6, 9, 10, 13 Punkte. Das heißt, wir fehlen noch 5. Und natürlich, clever wie wir sind, haben wir immer ein bisschen durcheinander gemacht. Ja, müssen wir dann sehen, wo wir es finden. Aber wenn die Dörfer jetzt alle so sind, also dann Halleluja, muss ich sagen. Dann ist es nicht unbedingt entspannt, ne? Die Zeit ist dann vorbei. Ja, finde ich ein bisschen schade. Warte mal, machen wir das mal so rum. Wie war denn das? Wo ist denn der Benzineinlass? Ich sehe es nicht. Ich glaube, ich hatte das immer so, ne? So, was brauchen wir denn? Kleine Steine.
Eisenbahn, Bretter und Mechanikteile. Ne? Das sollte doch machbar sein. So, kleine Steine, das sind bestimmt die gemeint. Ein paar Bretter. So, dann machen wir mal los hier. Da haben wir alles drin und Eisenbarren. Da fehlt es ein wenig, macht aber gar nichts. Wir werden mal jetzt hier loslegen. So, dann müssen wir mal den anwerfen und den werfen wir auch an und dann füllen wir den noch. Ja, läuft. So, jetzt muss ich mal schauen, das tun wir mal hier rein. Ne, da war es schon, siehst du. Können wir mal hier dazu machen. So. Und die Stöcke können zurück. Ja, und ich würde mal... Lass mich mal überlegen. Ich brauche eigentlich gerade aus der Mine brauche ich eigentlich nichts. Wobei, wir müssen langsam an den Strom denken. Mhm. Und vor allen Dingen auch ans Öl, ne? Naja, gut. Ja, trotzdem. Unterm Strich eine feine Sache. Aber irgendwie trotzdem strange, ne? Weil ich das eigentlich ja so nicht drin hatte. Kann natürlich sein, das ist ja immer so bei einem Update oder so, ist das automatisch drin. Ich habe gestern, wo ich gestern aufgenommen habe, oder vorgestern habe ich geschaut, da war das noch nicht. Na, wir sind ja auch ja mittlerweile, vielleicht steht es irgendwo, in Version 16.1.2. Hier in der, was ist das, Experimental Beta, Beta Branch, also der Beta-Version. Und der gießt wieder hier unten, der gibt mir Kraft. Der gibt mir wirklich Kraft. So, okay. Dann brauche ich noch 4 Eisenbahnen. Das kriegt man hin. Das ist Blei. Hier habe ich Schmelzgut. Mhm. Da siehst du, die sind schon da, die Eisenbahnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Und auch hier. 9. Ja. 1, 2, 3. Sehr gut. Okay, das haben wir. Dann die Kiste hier rein. Halt das nicht. Und dann fehlt uns nur noch ein Eisenbahn. Gut, dann haben wir das auch fertig. Dann müssen wir wahrscheinlich Öl reintun, gehe ich mal davon aus. Das werden wir dann sehen. Ja, jetzt würde ich mal prüfen, wie ist unsere Kleidung? Was haben wir an? Wir haben das an. Ja, ich würde mal auf das Basecap, nee, Basecap nicht. Aber wir wechseln mal die Hose. Wenigstens eine Hose anziehen, ne? Auch wenn wir hier alleine sind. Wenigstens eine Hose. Ja. So, dann brauchen wir drüben, glaube ich, noch ein paar Bretter. Hier brauchen wir auch Bretter, siehst du? Ah, siehst du. Dann machen wir erstmal das fertig hier. Na, wunderbar. Sehr schön. Okay, ich prüfe drüben nochmal, was wir brauchen. Ich glaube, Glas war mal durch. Wir brauchen jetzt noch Bretter, jede Menge. Hm. Wir haben ja gesagt, wir machen das fertig. Und hier können wir jetzt Hühner und Ziegen holen. Jeweils, naja, 3 Stück und dann vermehren die sich. Mal gucken, was wir bekommen. Also Bretter, es waren jetzt 27. Das kriegt man hin. So. Aber als erstes mache ich mal das hier zu Ende. Okay. Dann kann ich nämlich die nächsten anzeichnen. So, was hat man denn hier? Eisenbahn. Stimmt das? Na, war das Falsche. So, ein paar Steine. Solange es hier noch was gibt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. So.
Ja, mehr ist leider nicht im Moment. Gut, dann prüfen wir mal. Wir haben jetzt ja das und ich mache das mal fertig. Ja, schick. Dann werfe ich mal eins rein. Okay. Machen wir das voll. Dann ist das erstmal erledigt. Das kommt hier rüber. Und dann können wir nämlich unsere Waffen wieder hier, jetzt muss ich kurz gucken, mit Speer werfen. Steuerung und rechte Maustaste, Stahl, Speer. Ach, hier steht's. Taste, rechte Maustaste, schärfen. Jawohl. Genau. Ja, rein theoretisch brauchen wir bloß einen, aber ihr seht ja, im Gefecht kann es sein, dass manchmal den Bogen kann man ausschleifen. Ja, ja, auf jeden Fall. So, siehst du? Und da ist es schon erledigt. Wir haben relativ wenig Öl verbraucht. Alles ist gut für den Moment. Und ja. Halt, warte mal, hier liegt noch eins daneben. Sogar mehr. Na nü. So, drei Stück. Naja, siehst du, waren sogar mehr als. Sehr schön. Okay, gut. Dann würde ich mal sagen, ich mache das mal voll hier. Und wir gehen mal rüber. Das wird noch nicht reichen. Aber dann haben wir das zweite Gewächshaus. Ja, dann heißt es aber auch wahrscheinlich, die wird gar keine Zeit mehr haben für die Früchte, ne? Ist das schon fertig? Okay. Gut. Dann werden wir mal anzeichnen. Genau. Bevor wir das machen, schauen wir jetzt mal ins Dekor rein. Also Dekor. Wir haben hier Vasen für Lehm. Ja, also das sieht nicht schlecht aus. Lehmvasen verschiedenster Art als Deko-Objekte. Dann haben wir einen runden Teppich, Wolle, Pflanzenfasern und Tuch. Tuch, aha. Na, sowas aber auch. Na gut, Tuch ist okay, das ist schnell gemacht, ist kein Kevlar. Ein Bild, Nägel und Bretter brauchen wir da, hier ebenfalls. Pflanze brauchen wir Lehm und so eine Hängepflanze braucht auch Lehm. Könnte man auch hier vielleicht dran machen, müsste man mal probieren, ne? So typisch im Gewächshaus ist das ja, dass man da auch was dran macht. Also ich finde das gut. So, wo war man jetzt drin? Weiß ich es nicht mehr. Hier. Dann haben wir Möbel. Da haben wir jetzt zum Beispiel Betten. Und die sehen richtig gut aus, muss ich sagen. Da haben wir sogar einen Nachttisch, hier so ein kleines Kabinett. Dann ja, so eine Art Kleiderschrank für Socken und Unterwäsche vielleicht. Dann hier für den Schrank an sich. Küche. Aha, das ist das, was auch in den Häusern ist. Okay. Bad. Wir haben endlich eine Badewanne. Yippie. Sehr gut. Hat mir vorher auch schon eine Badewanne. Ja, diesen Trog, ne? Ja, der scheint verschwunden zu sein. Sehr gut. Den hat man immer den Trog genommen, dass das so aussieht, als ob. Da haben wir hier auf alle Fälle eine Technologie erfordert. Ah, okay. Ah. Ist das alles vom Händler? Okay, das ist alles vom Händler. Na, das ist natürlich heftig, ne? Das nicht, das nicht. Das können wir so bauen. Waschbecken, sauberes Wasser bereit. Ja, das ist noch was. Also Strom brauchen wir so oder so. Und jetzt kommen wir hier zu den gemütlichen Sachen. Hier haben wir zum Beispiel einen schönen Schreibtisch, ne? Oder einen schönen längeren Schrank. Dann Tische, gemütliche Gartenmöbel. Also das ist eine ganz feine Sache. Und was ist denn das hier? Ein Lederstuhl? Ist das holländisch? Weiß ich nicht. Okay, also so ein Barhocker ist das, ne? So nennen wir das halt. Vielleicht. Was haben wir hier? Metalltisch. Das können wir wieder kaufen, kaufen, kaufen. Ja, okay. Also es ist eine ganze Menge dazugekommen. Lampen. Da hat sich nicht viel verändert. Da brauchen wir dann Elektrik dazu. Und andere Teile ist hier diese Holzbank. Naja, ist nicht so weltbewegend. Beim NPC hat sich nicht viel verändert. Hier hat sich auch nichts verändert. Nee, das ist alles dasselbe. Strom. Da müssen wir mal gucken. Da gibt es diese Batterie vom Händler, ne? Oder? Ja, genau. Da müssen wir... Nee, ist eine Technologie. Okay, ist eine Technologie. Kann beim Händler gekauft werden. Okay, also die Batterie ist doch vom Händler. Die hat 3500 und die hat 1000. Kostet dasselbe? Nö. Ja, Elektrikteile, Kupferbahn. Ist auf alle Fälle sparsamer, ne? Kabelmast, nur eine Lichtquelle, Holzscheite. Das ist ja ein Ding. Was heißt denn das? Nur eine Lichtquelle?
Aha. Warte mal, das mache ich aber nochmal weg. So, dann machen wir nochmal neu. Strom. Das ist aber auch blöd, ne? So siehst du es und so siehst du es halt nicht, wo der hin zeigt. Jetzt muss ich mal gucken, wenn ich den drehe. Oh, wow. Da ist nicht mal unten ein Pfeil oder was? Ja, so könnte es passen. Ah, prickelt ist es nicht, ne? Aber weißt du was? Wir können erstmal. Jetzt muss ich mal gucken, sonstiges. Wo ist denn das? Ne, das ist bei Konstruktionen. Treppen und Brüstungen. Hier, Brüstungen. Genau, dann nehmen wir mal die hier. Ja. Und. Ja. So. Genau, dann haben wir nämlich das auch schon mal und wir können dann in Ruhe unsere Lichtmasten vielleicht setzen. Ich weiß nicht genau, wie die funktionieren. Müssen wir die anschließen? Das wird ein ganz schöner Strombedarf nachts, ne? Definitiv. Gut, dann haben wir das. Gut, dann haben wir die Sachen hier. Das wird wohl ein bisschen eng werden. Mal gucken, ob wir da das kleinere nehmen können. Dies haut hier nicht hin. Achso, warte mal, das kann man ja drehen. Wie war das mit drehen? Mausrad ist drehen, genau. Es ist aber trotzdem zu kurz. Nee, dann ist es nicht das Richtige. Dann nehmen wir das lange. Ja. Also ich finde es trotzdem heftig. Der Angriff war schon. Das muss ich mir nochmal durchlesen. Falls es ihr wisst, könnt ihr es mir ja gerne auch in die Kommentare schreiben. Ja, so sieht's aus. So, da haben wir das auf alle Fälle. Sehr schön, da können wir hier ein bisschen loslegen. Genau, und jetzt kann ich nochmal gucken mit dem Lichtmast. Platzieren, Strom, Lichtmast. Der steht immer noch so. Oh no. Was machst du denn? Du sollst hier nicht den Personaleingang nehmen. Krass. Heieiei. Was machst denn du hier eigentlich? Ja, wenn er was übrig hat, ne, dann schmeißt er das irgendwo hin. So, ich glaube, ich muss das mal mich ein bisschen verpflegen. Nahrung, Treibstoff, Medizin. Das ist alles Bio. Das ist schon mal sehr schön. Ja, und ich müsste. Da haben wir Erze drin. Das können wir uns knicken. So, die esse ich jetzt auch noch. Wir machen uns dann für den Winter machen wir uns dann neue. Seht ihr, der ist sogar nach oben gegangen. Schöne Sache. Hatte ich nicht noch irgendwo? Muss mal ganz kurz gucken hier. Das sind alles neue Kisten, ne? Ja. Tüdelü. Ich glaube, wir haben alles aufgefuttert, ne? Krass, da müssen wir auch wieder Essen besorgen. Das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Da unten liegt eine schöne Melone. Komme ich da ran? Da ist sogar noch eine Melone. Wir prüfen. Ja, aber ich brauche Proteine. Nein, nee, hier komme ich nicht hoch. Auch Proteine. Eigentlich habe ich ja im Haus genug, im Gewächshaus. Tja, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob man jetzt zwei Speere braucht, aber naja. So, was wollte ich jetzt? Das Fleisch aufhängen? Hä? Hallo? Der wollte nicht. So. Rein theoretisch tut der Mike sich ja selber versorgen, ne? Der nimmt das ja vom
aus den Ständern raus, also hier aus dem Gewächshaus, bringt das in seine Kisten und dann hat er hier was zu essen, ne? Vier Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sollte passen, jawohl. So, das kommt hier rein. Dann sind wir mal ein bisschen leichter. Und ja. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Nichts zu trinken. Ja, und ich glaube, hier werde ich mir nochmal einen zweiten bauen. Das ist ein bisschen enge hier, oder? Vielleicht nehmen wir zwei weg. Ich glaube, zwei werde ich wegnehmen. Was wollte ich jetzt? Wasser. Ja, wie gesagt, ich werde mir da noch einen zweiten wohl machen, weil man manchmal feststellt, dass einer da nicht genug ist. So. Wieso habe ich jetzt schon wieder Bahn hier? Achso, deswegen. So, da haben wir schon wieder 12. Wahnsinn. Eins, zwei, drei, vier. Nee, bleib will ich nicht. Machen wir mal hier rein. Und das können wir hier rein. So, wunderbar. Wie sieht es eigentlich aus? Ja, 80 ist okay. 80 von 99. Müssen wir gucken, ne? Ja, den einen von den Angriff, den werden wir ja auf alle Fälle gleich wieder ausbügeln. So, Wasserhaus werde ich noch setzen müssen. Wie liegt man denn in der Zeit? Ja, wir sind wieder an die 30 Minuten ran. Ich würde sagen, wir sehen uns gerne in der nächsten Folge wieder. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen, Kommentar oder Abonnement. Ist alles kostenlos, kostet euch nur ein bisschen Zeit. Und ja, mir bringt das eine ganze Menge. Dann vielen Dank fürs Einschalten nochmal. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.